Sie sind wie Timon und Pumba, zwei FIFA-YouTuber. Sie heißen Aha-Bär, Timo und Simon. La 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 la, la 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 la. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum 12. Dezember und willkommen zum, ja, 12. Türchen meines Matchstacks Adventskalenders, Hertha BC Adventskalender und Panini FIFA 365 Adventskalender. Wisst ihr, ich hoffe, ihr habt den YouTuber unten in die Kommentare geschrieben, den ich am Anfang wunderschön ersungen habe. Ich hoffe, ihr habt ihn erraten. Wenn nicht, hört nochmal rein, guckt nochmal, ah, wer könnte das sein? Es ist manchmal eine sehr einfache Beschreibung, aber manchmal könnten es auch zwei, drei YouTuber sein. So, zum Beispiel, ne? Und heute habe ich erstmal gecheckt, Leute, ne? Hier die ganze Seite hier sind die Türchen 1 bis 12. Und hier sind die Türchen 13 bis 24. Das habe ich heute erst gecheckt. Ha! Nach dem 12. Türchen, Leute, checke ich's. Hier haben wir nämlich das 12. Türchen. Und da haben wir eine Karte drin. Ich habe sie schon gesehen. Ich muss sie nur noch hier irgendwie rausbekommen. Da habe ich sie. Und ich werde sie euch natürlich direkt zeigen. Da haben wir sie. Einen Japaner von Werder Bremen. Es ist Yuya Osako als Nationalspieler. Ich freue mich schon, diese Karten dann einzusortieren in meine Matchstacks-Sammelmappe. Hier haben wir Yuya Osako von Japan, Nationalspieler. Sehr cool. 82 Angriff, auch nicht von schlechten Eltern. Und womit machen wir weiter? Natürlich mit den Panini FIFA 365 Adventskalender. Türchen 12. Roberto Firmino. Und Roberto Firmino gönnt eine Trio-Karte. Eine Power-Trio-Karte von Chelsea. Nämlich diese hier. Power-Trio von Chelsea. N'Golo Kanté, Kovacic und Jorginho. Also heute keine Packs, sondern einfach mal Einzelkarten. Nationalspielerkarte finde ich richtig gut. Und dann haben wir natürlich noch den Hertha BSC Adventskalender. Hier haben wir Türchen Nummer 12. Sicherlich wieder Schokolade. Das kennt man ja. Und natürlich, oh ja. Also diese eingepackte Schokolade finde ich am besten. Diese Schiedsrichterpfeife und was es da noch alles gab. Aber die ist schön eingepackt im Hertha Design. Und die werde ich mir jetzt nochmal schön... Die werde ich schön vernaschen, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß heute am Tag. Und dann sehen wir uns natürlich heute Nachmittag noch wieder. Und dann auch morgen um 6:30 Uhr mit dem nächsten Adventskalender-Türchen.